Hi Leute, mal wieder zu einem Video auf meinem Kanal. Lange, lange ist es her. Es hat auch seine Gründe, warum gerade so wenig bzw. keine Videos kommen. Dazu komme ich gleich. Und natürlich soll das jetzt auch noch eine Anmoderation für Brünn sein. Als erstes, ja, warum kommen keine Videos? Einfach, weil ich gerade echt beschäftigt bin. Neben einem Vollzeitjob schreibe ich gerade meine Masterarbeit. Klar, Familie, Freunde wollen auch noch ein bisschen Zeit haben. Und dann gibt es noch andere Hobbys und da ist Videoschneiden einfach jetzt mal ein bisschen hinten dran. Trotz dessen, es geht auf meinem Kanal weiter, ich nehme weiter Videos auf. Es wird nur so sein, dass die eher im Herbst veröffentlicht werden und ich dann wieder regelmäßiger Videos mache. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran und ihr habt da ein bisschen Verständnis für. Ich freue mich auf jeden Fall und danke dafür die Leute, die nachfragen und sich auch dafür interessieren, wie es weitergeht. Ansonsten zu Brünn. Brünn war eine super spannende Angelegenheit. Das war das erste Mal für mich, dass ich in Brünn war. Das war das erste Mal mit Panther Racing vor Ort. Das war das erste Mal, dass ich eine Dreitagesveranstaltung gemacht habe. Und das war das erste Mal, dass wir mit schönen Ballern als größere Truppe dort vor Ort waren und auch so ein Stück weit mit an der Veranstaltung beteiligt waren. Das ist ganz schön viele erste Male und das gab das erste Mal seit 2020 wieder, dass ich mir eine Instruktion gegönnt habe. Ja. Und das alles zusammen mit der Truppe ist einfach so ein tolles Event geworden, dass ich dieses Video unbedingt gerne mit euch teilen wollte und das jetzt schon veröffentliche und nicht erst im Herbst. Ja, und deswegen sitze ich hier jetzt und ich hoffe, ihr habt Lust auf das Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Bis später. Baby, show me. Is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come. Bad for me. Bad for me. Bad for me. Oh, thank you. But I give it so easily. Freibierbrille. Freibierbrille. Okay. Die haben mich ins Gesicht gefilmt. Das dürfen sie nicht. Ich hau mich mal ein bisschen hier hin für euch und ich hoffe, man hört mich und sieht mich ausreichend. Ich brülle fast. Aber ja, schauen wir mal. So, also. Also, der Vormittag ist rum. Ich lasse gerade den Turn aus, weil ich gerade eben auf die Bremsstützer gewechselt habe und wie alles recht hektisch war und ich dachte so, ach, muss ich nicht haben. Dann quatsche ich lieber eine Runde mit euch. Und bei 3 Tagen ist es ja wirklich entspannt von der Zeit. Was ich euch sagen kann, ist, am Anfang, beim ersten Turn, da bin ich eine 1,35 gefahren, nee, eine 2,35. Und ich dachte mir so, oh, geht gar nicht. Die Strecke, ich mag sie nicht. Aber dann, mit jedem Turn, kam so langsam der Rhythmus rein. Und ich muss sagen, Brünn hat Potenzial. Es wird bestimmt nicht meine Lieblingsstrecke, so wie Mosten werden. Aber auf jeden Fall ist es keine Strecke wie Oschersleben, die ich total scheiße finde, glaube ich. Wobei Oschersleben jetzt auch nicht schlecht ist, aber es liegt mir einfach nicht. Ich habe mich jetzt im Vormittag auf eine 2,26 verbessert. Und jetzt schauen wir einfach mal, was heute Abend so auf der Uhr steht. Und ob ich noch in Gruppe B bleibe. Genau. Bis jetzt gibt es keine Ausfälle. Toi, toi, toi. Und ja, wir schauen einfach mal und hoffen, dass es auch so bleibt. Ich kann kaum noch geradeaus, weil ich bin nass, war fucked up. Baby, ich weiß, du hast das. Ich hit mal den Backer, frag ihn, ob er bisschen Hasch hat. Weiß nicht, was ich mir gedacht hab. Ich weiß alles weg, nur weil ich selber in der Hand hab. Ich bin nass, war fucked up. Baby, ich weiß, du hast das. Ich
dem Hasch. Tag Nummer 2. Es wurde gestern nicht mehr schneller und eigentlich gab es auch nicht mehr so viel zu erzählen. Ich hatte das Gefühl, dass mein Hinterreifen immer ein bisschen weiter wegschmiert. Ich habe jetzt für heute einen neuen Hinterreifen, Conti in Medium, nochmal drauf gemacht. Mal sehen, ob das was bringt. Ansonsten schaue ich mal, ob ich mir heute sogar eine Instruktion gönne. Hatte ich eigentlich mal vor, wenn alles glatt läuft und genug Zeit ist, mir eine Instruktion zu nehmen. Bis jetzt auf keiner Strecke gemacht. Fange ich einfach mal hier an. Hier kenne ich ja eh noch keine Linie, keine Bremspunkte so richtig und ja, glaube, das bringt schon viel. Ja, dann Tag Nummer 2, ich halte euch auf dem Laufenden, bis dahin.
Leute. Tag Nummer 2 ist vorbei. Ihr müsstet mal sehen, was hier gerade los ist. Die ganzen Influencer, die hier sind, also ich glaube, man kann es schon Influencer nennen, mit 100.000 Followern und so weiter auf Insta, machen hier Bike-Porns, irgendwelche Fotoshootings, Drohnenaufnahmen und so weiter. Ich bin ganz ehrlich, dafür bin ich viel zu faul. Respekt dafür, der ist halt, oder an die Leute, die es halt durchziehen und auch sich am Abend noch hinsetzen und diese ganzen Sachen machen. Ich sitze zwar auch hier, aber es ist echt deutlich entspannter und ich bin, wie ihr seht, sogar zu faul, mein Motorrad rauszuholen, um da irgendwie eine coole Kulisse zu haben, sondern ich habe vom Church, ne, vom Flo, die Daytona hier hingestellt, weil die einfach auch saugeil aussieht und eigentlich ist da Ranz schon wieder Glanz, oder? Ja, wie war Tag Nummer 2? Auf jeden Fall ist es so, dass ich mir treu bleibe, indem ich einfach vormittag eine halbwegs gute Zeit oder eine bessere Zeit hinkriege und dann eigentlich am Nachmittag gar nichts mehr wird. Ich hatte ja eine Instruktion jetzt. Ich blende euch dann auch die Bilder mal ein, davon auch nochmal, und muss sagen, ganz, ganz herzliche Grüße gehen raus an Rena, falls du das siehst, und vielen Dank für die Instruktion. Ich habe mich so sicher und wohl gefühlt und die hat mich so gut gezogen und die ganzen Punkte gezeigt. Ich habe wirklich noch gehadert, mache ich eine Instruktion, mache ich keine Instruktion. Letztendlich weiß ich, dass ich scheiße fahre, also was ändert es, wenn ich eine Instruktion mache. Aber dadurch, dass jemand vor mir hergefahren ist, die Rena denn in dem Fall, die so souverän jeden Punkt abgefahren ist, auch schnell hat reinlaufen lassen, zeitig ans Gas gegangen ist, wo ich einfach gesehen habe, okay, sie macht es, bei ihr funktioniert es, also mache ich es einfach nach. So, und in dem Fall habe ich mich einfach wohlgefühlt auf dem Motorrad, auch überhaupt nicht überfordert, überhaupt nicht außer Atem oder sonst was, sondern konnte gut hinterherfahren, auch durch Gruppen sind wir zusammengefahren. Und dann ist es halt vom ersten Turn am Vormittag von 28 auf eine 24 gefallen, 24,6, durch die Instruktion. Und wie es halt so immer ist, ich konnte es natürlich nicht umsetzen, wenn wieder keiner vor mir fährt. Also so alleine das hinzukriegen war schwierig für mich. Ich muss auch ehrlich sagen, ich will mich heute am Abend nochmal damit auseinandersetzen. Ist das geil. Schön ballern. Schön ballern at its best. Ja, wirklich, nur Bekloppte. Ich liebe die Truppe hier, ich liebe sie. Wo bin ich stehen geblieben? Genau. Also, ich kann es halt für mich nicht umsetzen. Ich werde mir noch am Abend das Tracksheet geben, nochmal alle Punkte im Kopf durcharbeiten und mir vielleicht auch das Video von der Instruktion nochmal auf der GoPro angucken, wo ich auf jeden Fall Rena sehe, wie sie gefahren ist, wie sie die Kurven reingehalten hat und welche Punkte sie genommen hat, also angetroffen und weitergefahren ist. Und hoffe, dass ich es dann morgen besser umsetzen kann. Ich denke, also ich habe nicht das Gefühl, am Limit zu fahren, aber ich will irgendwie immer auf Nummer sicher gehen, keine Ahnung. Bin gespannt, wie es morgen um 600er Rennen wird. Bis jetzt muss ich sagen, ist die Veranstaltung generell sehr geordnet, finde ich. Also es gibt wirklich sehr, sehr wenig Abbrüche. Gut, wir haben jetzt in unserer Box leider 2 Ausfälle, beziehungsweise 2 Stürze gehabt, aber beiden geht's gut, das ist ja immer das Wichtigste. Und ansonsten finde ich es halt wirklich sehr, sehr geordnet hier. Also Hauptsponsor oder Hauptorganisator, nicht Sponsor, gesponsert wurde hier gar nichts, also für mich nicht. Hauptorganisator ist ja Panther Racing und ich fahre das erste Mal mit denen. Schön ballern ist ja so als Gruppe mit dabei, aber mit Panther Racing finde ich das wirklich sehr super angenehm zu fahren, sehr familiär, gut organisiert, gut strukturiert, immer ansprechbar, kommen rum, erkundigen sich selbst bei euch, wie es so läuft. Und ja, da habe ich einfach bis jetzt ein wirklich gutes Gefühl gehabt und hoffe, dass es so weitergeht. So, guten Morgen, Leute. Oh, mach mal. Guten Morgen, Leute. Tag 3 ist und gleich startet das 600er Rennen. Ich stehe auf Startplatz 15. Ja, gestern Abend war noch ganz entspannt hier in der Box. Erik ist jetzt auch wieder da und allen geht's gut. Das Rookie Race war schon. Flo ist auf Platz 3 bei den 600ern und Kevin auf Platz 3 bei den 1000ern. Also erstmal sehr erfolgreich. Glückwunsch. Und dann schauen wir mal, wie es bei uns wird. Wir stehen alle ziemlich eng beieinander. Danilo steht auf Platz 10, glaube ich. Nils 14, ich 15. Und mal schauen, ob da noch ein paar Sekunden dann bei rausspringen. Bis gleich.
umsonst im Rennen. Es muss alles heil bleiben. Rasselbande. Der Tag ist rum, das Rennen ist vorbei, sind alle sitzen geblieben, aus unserer Gruppe zumindest. Sehr, sehr schön. Und es gab nochmal eine Verbesserung von der Zeit her. Ich bin jetzt eine 23,5 gefahren. Wohl relativ konstante 23 Rundenzeiten. Ich werde jetzt bestimmt noch einen Turn machen. Falls es da nochmal schneller wird, seht das hier eingeblendet. Ansonsten kann ich sagen, war ein schönes Event. Mit der ganzen verrückten Rasselbande hier. Und Brünn ist jetzt nicht meine Lieblingsstrecke, wird sie glaube ich nie werden. Mag ich einfach nicht. Mag ich einfach nicht. Aber 3-Tages-Events sind auf jeden Fall entspannt und werde ich wieder machen, weil man irgendwie so gefühlt mehr Zeit für alles hat. Weniger Stress und auch dieses Miteinander einfach cooler ist. Ja, für alle, die ich hier getroffen habe, Grüße gehen raus. Für alle da vorne zu Hause vom Bildschirm, auch Grüße an euch. Wir sehen uns beim nächsten Video.